Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Kreuzstich-Unboxing. Ich werde mal die Sachen aus der Tüte raus tun und dann sehen wir uns nach dem Intro wieder. Bis gleich! In dem Kreuzstichpaket waren diese zwei Artikel drin. Wir fangen mit diesem kleineren an. Dieses hier habe ich schon mal gemacht von einer anderen Firma und es kam so gut an, dass ich mir das gleich nochmal ausgesucht habe, weil das wird wieder mal ein Geschenk. Das ist dieser Perlenstickstern, diesen Anhänger, der ist richtig süß und knuffig. Man hat hier den Schlüsselanhänger und die Nadeln. Wir haben sogar drei Stück, die Fäden für die Perlen. Und den Nylonfaden, um das dann zuzunähen. Und hier die Perlen. Gelb, rosa und schwarz. Mehr braucht man nicht. Natürlich die Watte für innen drin. Und natürlich den Stern an sich. Also damals hat er richtig viel Spaß gemacht zu sticken. Und wie gesagt, das wird ein Geschenk und es wird für die Theresa sein. Die wird sich richtig freuen. Hier haben wir das Schema von dem Stern. Ist richtig schön groß für vorne und von hinten. Hier ist eine Anleitung, wie man das stickt. Und ja, auf Chinesisch. Aber man kann das ja mit Google Übersetzer einfach übersetzen, wenn man das genau wissen will. Aber man nimmt einfach die Fäden. Hier wird zweifädig gestickt und für die Rosenperle nimmt man einen Rosenfaden und für Gelb, Gelb und Schwarz, Schwarz. Also ist eigentlich gar nicht so schwierig. Oder man stickt einfach mit einer Farbe durch. Das ist eigentlich relativ wurscht. So, das war jetzt das Erste. Also wie gesagt, das habe ich schon mal von einer anderen Firma gemacht und es kam so gut an. Dann musste ich mir das einfach nochmal holen. Das zweite, was ich mir ausgesucht habe, ist dieses Bild hier. Das ist ein Bär mit einer Winterlandschaft. Schaut richtig schön aus. Stoffgröße ist hier 40 x 55 cm und es ist 11 Count. Das heißt, wir sticken dreifädig. Ich werde es hier mal aus der Verpackung raustun. Die Fäden sind hier in eine Extra-Tüte verpackt. Das packe ich jetzt auch schnell aus. Dann fangen wir gleich mit dem Motiv an. Das ist auf Vordruck. Der Stoff ist auch schon umsäumt, was richtig klasse ist. Und hier ist das Motiv. Hier sieht man, würde ich sagen, nicht so viel. Aber man kann ungefähr erkennen, hier ist der Bär. Und hier wird halt die Winterlandschaft sein. Wir haben hier an der Seite auch eine Legende. Wir haben hier 38 Farben. Die ganzen Symbole und die DMC-Nummern. Und auch nochmal das Thumbnail für das Bild. Kennt man nicht so viel auf dem Stoff. Stoff fühlt sich normal hart an, wie so ein Stoff sich anfühlt bei solchen Bildern. Aber der Druck an sich schaut gut aus. Die sind jeweils an die richtigen Kästchen dran. Es ist jetzt nichts verschoben, also sehr schön. Hier ist auch eine Anleitung, wie man stickt, mit den verschiedenen Stichen. Und hier ist nochmal das Zählschema. Eigentlich ist es okay für der Größe, kann man ganz gut damit arbeiten, finde ich. Man muss es jetzt nicht unbedingt abfotografieren, um das zu vergrößern. Ich finde es eigentlich ganz gut. Wir haben hier auch noch mal eine Legende hier dran, die verschiedenen Symbole, die DMC-Nummern und ungefähr wie die Farben ausschauen. Und noch mal das kleine Thumbnail von diesem Bär im Winterlandschaft. Hat mir richtig gut gefallen und ich fand es mal was anderes und mal was für den Winter.
Jetzt schauen wir uns die Fäden und so an. Wir haben hier auch wieder so ein Toolkit dabei. Ein Einfädler, ein Fingerring und hier etliche Nadeln. Die sind sogar stumpf. Wie viele Nadeln haben wir? 2, 4, 5 Nadeln haben wir. Also sehr schön. Und hier kommen wir zu den Fäden. Wir haben hier sehr viel Schwarz für den Bär. Und die 38 Farben. Richtig schön, fühlt sich auch ganz okay an. Und die Fäden sind unten aufgeschnitten. Sehr, sehr schön. Und hier sind die anderen Farben. Alles so bläuliche Töne, grau, ein paar so grünliche Töne. Also richtig schön. Sag mal, viele Pastellfarben. Ich weiß nicht, das kommt nicht so gut rüber über die Kamera. Aber die schauen richtig schön aus. Hier ist so schönes Flieder. Also richtig schön. Bin echt gespannt, wie das Bild wirklich rauskommt, wenn man das stickt. Wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern, weil ich noch mit meiner Eule noch beschäftigt bin. Aber da habe ich auch nicht mehr so viel. Das müsste ich auch bald haben. Die Links zu den Produkten werde ich natürlich unten in der Videobeschreibung hinzufügen. Dann bedanke ich mich bei der Firma New Craft Day für diese tollen Produkte. Dann bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Hoffentlich haben euch die Sachen auch gefallen. Also diese Schlüsselanhänger finde ich richtig cool. Also den werde ich wahrscheinlich relativ zügig machen, damit ich den verschenken kann. Der ist einfach richtig putzig. Und der Bär, der schaut einfach nur schön aus. Also das Motiv hat mir einfach richtig gut gefallen. Hoffentlich kann man das einigermaßen auch alles erkennen. Weil hier sind noch ein paar Vögel. Sind hier vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, aber wir werden es dann sehen, wenn ich das dann sticke. Ich bin schon mal sehr, sehr glücklich, dass das Zählmuster, dass man mit dieser Größe arbeiten kann und nicht irgendwas dazu machen muss oder abfotografieren oder so. Man kann immer noch, wenn man möchte, damit man es größer hat, aber ich finde, mit der Größe kann man gut arbeiten. Dann bedanke ich mich nochmal bei der Firma New Craft Day. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Und ciao!